Willkommen heute noch zu einem weiteren Livestreaming. Heute mit einem neuen Format, das ich mal ausprobieren möchte, und zwar einem wöchentlichen Rückblick und auch eventuell teilweise Ausschau, je nachdem, was gerade ansteht, und zwar zu den Idle, Clicker und Incremental Games, die ich noch regelmäßig spiele, also die so in meinem täglichen Beschäftigen mit irgendwelchen Spielen auf jeden Fall immer wieder auftauchen noch. Und heute habe ich erst einmal eine Liste von 8 Spielen. Mal gucken, wie lange das insgesamt dauert. Ein paar werde ich relativ schnell durchgehen können, weil da nicht allzu viel passiert, und andere vielleicht ein bisschen länger. So, das nächste Spiel in der Liste ist Crusaders of the Lost Idols. Und da ist wie gehabt jetzt wieder der Wochenend-Buff aktiv. Okay, was ist das? Noch ein neues Update. Condemned Mental is raising money for charity via Extra Life. Okay, also noch ein weiteres Event mit Twitch-Stream. Und die Extra-Life-Campaign ist was? Weil das ist das normale Wochenende, in dem es auch wieder entsprechende Kisten gibt. Da ist jetzt noch eine Webseite aufgegangen, wo die Kampagne, also die wollen $10.000 bekommen und haben jetzt aktuell 3.200 schon erreicht. Okay, sie haben dann noch verschiedene Goals, in denen dann auch die Spieler belohnt werden mit verschiedenen Kisten und so weiter. Also hier ist aktuell jetzt nicht so viel Neues passiert. Das eine Event ist aktuell gerade wieder zu Ende gegangen. Hier ist natürlich jetzt täglich entsprechend die Mission wieder abzuschließen. Das sind jetzt erstmal wieder die Erfahrungspunkte. Die wird wahrscheinlich als eine der letzten dann abgeschlossen. So, Money, Money, Money. Rubies. Genau, die bedeutendste Mission fast zum Schluss. Mal gucken, für wen habe ich diesmal The Gold Hound. Also natürlich hatte ich die, oder natürlich nicht, aber inzwischen schaffe ich es normal ganz gut, die auf 100% zu haben. Und damit habe ich jetzt auch die, sie ist jetzt wieder zurück, womit ich jetzt die Mission auch auf 100% schaffen kann. Und im Moment hätte ich jetzt zumindest noch 6 Stunden gehabt, sie zu starten, also hat soweit noch geklappt. So, ihn nehme ich nicht rein, weil der hat ein Schild. Den brauche ich eventuell noch an anderer Stelle. Und damit jetzt hier wieder eine 100% Mission losschicken. Wir sind nur 10 Minuten weg. Und noch ein paar Idols. In ein paar Minuten werden wahrscheinlich die Kurzzeitmissionen, die zwischen 10 Minuten und so 3 Stunden liegen, dann aufpoppen. Das dürfte nur ein paar Minuten dauern. Hier sind jetzt noch 150 Level, 175 Level, bis ich die Objective abgeschlossen habe. Da mal kurz einen Überblick darüber, wo ich jetzt aktuell mit den Objectives stehe. Also klar, für den 1er Block bin ich bis Level 4 alles schon durch, für den 2 ebenfalls. In dem hier gibt es nur bis Level Tier 3 Missionen. Das ist für die nächsten 3 auch schon alles abgeschlossen. Und natürlich habe ich diese Idle-Bonus-Mission auch schon hier soweit vervollständigt. Das letzte war dann, dass ich hier Ready Player 2 die letzten Missionen gemacht habe, die auf Level 2 waren, um letztlich dann auch hier diesen Bonus zu bekommen. Und jetzt bin ich eben genau hier auch auf der letzten Tier 2 Mission, bevor dann hier die Bonus-Objekte freigeschaltet wird. Und dann geht es für mich, denke ich, erstmal weiter wieder hier. Auch hier die Tier 2 Mission soweit abzuschließen, um den letzten Bonus freizuschalten. Und dann ist eigentlich nur noch notwendig, momentan zumindest, hier diese Tier 3 Objectives. Wobei ich glaube, die sind jetzt gerade erst dazugekommen. Ich muss mal nochmal die News aufrufen. Weil das war nämlich bei dem letzten Update, als das Amusement Park of Doom abgeschlossen worden ist. Genau, und da sind nämlich genau die Tier 3 Level für Amusement Park of Doom sind dazugekommen. Das war genau das letzte. Also das heißt, wenn ich hier mit den 2ern durch bin, habe ich dann auch die Tier 3 Mission zur Verfügung. Ich weiß noch nicht genau. Im Moment denke ich, bin ich schon noch ein bisschen voraus. Das heißt, ich bin schneller mit den Missionen nach und nach dann durch, als sie im Moment neue hinzufügen. Bei den Achievements ist es ähnlich. Von denen, die ich aktuell bekommen habe. Das letzte war jetzt mit der Köchin. Mal gucken. Das eine hatte ich nämlich abgeschlossen, nachdem das Event schon vorbei war. Aber das ist halt auch immer noch möglich. Mal gucken, wo steckt die Köchin? Da ist sie. Okay, Recruit Chief Chasey. Das war die letzte Crusader, die freigeschaltet werden konnte.
Und das, was ich jetzt zuletzt erst freigeschaltet habe, war eben hier A Lot of Stew. Das habe ich während des Events nicht geschafft, deswegen war noch 2 Tage später, hat das dann auch geklappt. Und sie ist jetzt wieder ein Crusader, der hier Buffs gibt, der sich auch auf die Drops auswirken kann. Deswegen, wenn ihr gesehen habt, ist es gerade bei diesen Missionen, die jetzt nur das Kill erfordern, hat es gereicht, ein Monster zu killen und es hat für 25 Monster gezählt. Ich bin nicht sicher, ob sie da aktuell einen sinnvollen Weg einschlagen, dass sie das in der Form beschleunigen mit diesen Crusadern. Und das andere, was ich natürlich auch praktisch finde, aber auch die Frage ist, auch Chief Casey hat jetzt, glaube ich, Slot, mal gucken, also das hier war der Standard, das ist Slot 20, dann 21 bis 24 konnte man über die Zusatzmissionen freischalten und die letzten Crusader, also die jetzt immer Tier 3 von den jeweiligen Missionen oder von den jeweiligen Events waren, haben jetzt jeweils immer einen neuen Slot bekommen. Mal sehen, ob sie das beim nächsten dann abschließen. Das heißt, es sind 4 weitere neue Slots, bis Slot 28 also inzwischen dann wahrscheinlich ab dem nächsten Event. Und ob sie dann zumindest die wieder aufbauen, weil ich weiß nicht, ob sie das gemacht haben, weil hier bisher nur maximal 4 auftauchen sollen und sie es mit 5 zu viel finden, weil bisher eben maximal 3 bis 4 im Wechsel dort drin stattfinden und dass sie deswegen jetzt hier das in den Bereich vorbereitet haben, dass sie dann die anderen dort alle ansiedeln. Aber mal sehen, was sie da genau planen. Genau, also jetzt geht's los, jetzt kommen die ganzen Mikromissionen, die sozusagen auch mehrfach am Tag zur Verfügung stehen, wenn man sie abgeschlossen hat und wieder startet. Also wenn man da ist, sie abschließt und dann werden sie nach kurzer Zeit wieder zur Verfügung gestellt, was natürlich auch von dem einen Talent abhängt, wenn man das schon soweit maximiert hat. Genau, da kommen dann die nächsten. Die tauchen meistens tatsächlich erst auf oder vielleicht hängt es auch einfach mit dem Update zusammen, wenn man die anderen losgeschickt hat und man dann das nächste zur Verfügung gestellt bekommt. Das hat, wie gesagt, mit den Talenten zu tun und zwar increase the odds of getting shorter duration missions. Also die bekommt man dann zu 200% häufiger, was auch immer das dann in der Form heißt. Okay, hier seht ihr, im Moment habe ich schon wieder 132.000 unspended idols. Da werde ich demnächst dann hier noch weiter das Superior Training ausbauen, einfach um das weiter zu beschleunigen und dann mal sehen, wann ich die hier nebenbei ein bisschen vervollständige noch, dass die letzten Level abgeschlossen sind und mich dann weiterhin auf Idles Over Time, Sprint Mode und Superior Training dann zu konzentrieren, dass die weiter hochgegeben werden, um dann wiederum, wenn ich das letzte Objectives hier abgeschlossen habe, also hier die letzte Bonusmission, dann bin ich, also 2 fehlen mir jetzt noch, das heißt 2x25%. Das heißt, aktuell habe ich hier einen Bonus von 125, das heißt 175 müsste ich dann als Gesamtbonus bekommen, was eben hier als Sonderdrops noch auftauchen kann. Und das ist so dann die weitere Planung, wie ich hier aktuell vorgehe. Und so als Highlight will ich jetzt so nach und nach mal noch anfangen, hier meine Kisten aufzumachen. Also als erstes fange ich mal mit den Eventkisten an, fangen wir mal mit den niedrigen an. Also das waren das von der, also Eventkisten, die aus dem Free-to-Play bekommen habe. Und hier ist natürlich alles duplicated, klar. Die anderen Crusader sind alle schon ausgerüstet. Und auch meine Shizzy, meine Köchin, hat ja hier sogar schon jetzt ein episches Item, das aufgelistet wurde auf Legendary. Und die anderen beiden hat jetzt natürlich noch keine Rezepte, aber das wird dann auch relativ schnell ergänzt werden. Weil das heißt, dass sobald, ich glaube nach 1 bis 2 Wochen, habe ich eine Mission, wo ich dann das weiße und das grüne Rezept auf einmal finde. Da finde ich ja alle 6 Rezepte dann zusammen. Und dann letztlich wahrscheinlich 1 bis 2 Missionen, je nachdem, ob 1 oder 2 blaue Rezepte auf einmal gefunden werden, wird das dann noch kommen. Weil das ist, die ist die einzige, die noch, wo die blauen Rezepte noch fehlen. Weil für alle anderen habe ich die, glaube ich, auch schon wieder. Auch für die vom vorhergehenden Event. Ich glaube, das war der Vampir. Genau, Victor wird der Vampir, der war ja der Vorgänger. Da sind auch schon alle Rezepte soweit da, sogar schon ein episches, schon eingesammelt. Und bei den epischen liege ich irgendwo so zwischen 190 und 195 epische Rezepte, die mir noch fehlen. Und da aber nur maximal, ich schätze so 3 pro Woche gefunden werden können, weil es gibt eine 2er epische Mission und eine 1er, vielleicht auch 2 1er, je nachdem,
Das dauert also noch etliche Wochen, bis ich da die 200 epischen Recipients auch gefunden habe, aber es nimmt auf jeden Fall ab. Vor allen Dingen, seitdem es jetzt nur noch ein Crusader neu gibt bei dem dritten Jahr und ich die anderen ja alle schon habe. Was wollte ich jetzt gerade bei den Crusadern noch? Ach ja, genau, ich wollte eigentlich die Kisten aufmachen. So, dann mal gucken, ob sie hier noch ein Update kriegen, ob da irgendwas ja, Lilanes dabei ist. Ja, meine Heilerin hat noch ein episches Item bekommen, das ist neu, nachdem sie es erst von grün auf blau und dann von blau auf lila bekommen hat. Sehr schön. Gut, dann die Wochenkiste, die habe ich letztlich über den Newsletter bekommen. Da bekommt man auf jeden Fall einmal die Woche dann zumindest eine aktuelle Box. Und hier ist es jetzt natürlich duplicated, weil Artax ist schon ausreichend ausgerüstet an der Stelle. Und was ich jetzt auch noch machen werde, dass ich immer wöchentlich momentan 25 von den Juwelenkisten aufmachen will. Einfach weil ich ja mit den Juwelen sonst eh nichts anzufangen weiß. Das heißt, ich muss da noch 16 dazu kaufen. Ist natürlich blöd, dass man das jedes Mal neu anklicken muss. So, für die Wochenendkisten, da kann man nichts in der Hinsicht kaufen. Das geht nur gegen Echtgeld. Und dann sollte ich auf jeden Fall noch ein paar Catalyst auch bekommen, die mir im Moment schon wieder ausgegangen sind. Ich glaube, das werde ich beim nächsten Mal dann direkt vorbereiten, dass ich das schon auf 25 mache, bevor ich das nächste Wochenstreaming dort anstelle. Also, dann jetzt hier noch 25 Juwelenkisten. Mal gucken, ob da irgendwas Interessantes für die Standard-Crusader noch bei abfällt. Ansonsten immerhin 3 Catalyst. Damit kann ich auf jeden Fall 2 sicherlich aufrüsten, weil es dürfte inzwischen wieder auf 1 zurückgesetzt sein. Werde ich gleich mal durchschauen, was da sinnvoll ist. Also Duplicated, epischer Buff. So, von den anderen ist, glaube ich, nichts dabei. Nee. Aber alles duplicated, logischerweise sind halt eher schon gut aufgerüstet. Dafür habe ich 10 epische Materialien, das heißt, ich kann auch noch ein episches Gear dann anfertigen, wenn ich es denn will. Ist im Moment noch nicht notwendig gewesen. So, und zum Abschluss noch 100 normale Kisten. Da können außer Materialien halt nicht allzu viel drin sein, weil der Effekt von den Kisten ist halt entsprechend merklich gering. Und da einfach so viel Common zusammenzusammeln, um da eventuell noch ein Item abzugraden von Stufe 4 auf 5 oder sogar von 5 auf 6, das ist halt dann auch ziemlich teuer. Da gehe ich nochmal kurz mit euch ins Gear. Okay, noch eine Mission abgeschlossen. Da ist die 10 Minuten Speed-Mission, ist jetzt schon komplett logischerweise. Sind halt jetzt schon 10 Minuten in dem Spiel. Und jetzt noch ein Blick hier, weil hier lohnt es sich zumindest die Items, also mehrere Legendäre herzustellen, einfach weil die ja jedes noch einen Bonus bekommt und weil ich natürlich die 100 dann noch voll bekommen möchte. Also dadurch mache ich jetzt mal wieder 2 zum Kräften. So. Episch habe ich jetzt inzwischen 47, das heißt, ich kann 4 Auflevelungen von Blau auf Episch oder halt von egal welche Stufe es vorhat. Sobald ich das epische Rezept habe, kann ich 4 Stück davon auf jeden Fall machen. So, eine Stufe mit Blau lasse ich weg, sondern ich mache dann eine Grün und eine von den Basismaterialien. Weil das kostet mit 100 und jetzt 500 noch nicht allzu viel. Aber Level 4 lohnt sich nicht, weil ich ihn eh nicht mehr einsetze. Jetzt mal gucken, wem ich noch einen spendiere. Wer jetzt hier noch schon so weit oben ist, oder eben nur noch wenig fehlt. Mal gucken, von meinen aktuellen Crusadern habe ich halt leider jetzt nicht allzu viel drin, die noch so ein Upgrade gebrauchen können. Da fehlen mir halt leider bei den Leuten immer noch die epischen Recipients. Weil sonst würde ich dem natürlich gerne dort auch ein Legendary verpassen, aber das geht halt aktuell noch nicht. Ah, dann machen wir Karen doch noch eins. Die ist ja doch regelmäßiger vorhanden. Jawohl. Damit sind die Catalysts dann natürlich auch wieder verbraucht. So, das Upgrade auf Level 4 ist natürlich noch möglich mit 1000, also da habe ich noch einiges, aber dann auf Level 5, wo es dann natürlich schon 2000 kostet, ist dann doch schon ziemlich happig.
Und das ist halt dann die Frage, wo sich das tatsächlich lohnt, hier eben zum Beispiel noch so eine Verdopplung zu machen. Nachdem ich aktuell zumindest die notwendigen Levelgrenzen ganz gut erreiche. Aber jetzt heute werde ich das Reset hier noch nicht machen, sondern das eigentlich soweit aktuell im Spiel. Noch nichts speziell Neues, was passiert, eigentlich hier ziemlich normal. Normaler Alltag bei Crusaders of the Lost Idols, dass halt im Moment gerade wieder Pause ist zwischen dem nächsten Event, bis das wieder losgeht. Und deswegen soweit für heute von Crusaders of the Lost Idols.